Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Retro Panda Pickup Folge. Und in dieser Folge habe ich euch so einiges mitgebracht. Unter anderem ein Game Boy Holy Grail. Ein Spiel, was sehr teuer ist, was ich mir jetzt mal gegönnt habe und endlich meine Sammlung gewandert ist. Dann habe ich hier was selbstgemachtes, etwas Game Boy Hardware und natürlich auch ein bisschen was für die Switch. Also viel Spaß beim Reinschauen. Fangen wir an mit dem Selbsterstellten. Das ist leider zur letzten Pickup-Folge quasi ganz knapp nicht erschienen. Das kam, glaube ich, nach ein oder zwei Wochen, nachdem ich die letzte Pickup-Folge gedreht habe. Und zwar mein eigenes Buch, die Gameboy Geheimtipps. Und an dieser Stelle möchte ich euch wirklich vielen, vielen Dank aussprechen. Ich bin echt geflasht, dass die erste Auflage von dem Buch in noch nicht mal 4 Wochen komplett ausverkauft ist. Die Resonanz, die ich bisher bekommen habe, ist auch grundsätzlich super durchwiegend gut. So 2, 3 kleine Fehlerchen haben sich natürlich eingeschlichen, passiert bei so einem Projekt. Aber ich bin hier sehr stolz drauf, weil ich im Gegensatz zu den Gameboy-Gurken so ein bisschen versucht habe, überall doppelt zu machen. Ne? Doppelt so dick, doppelt so schön, doppelt so gut und so weiter. Und das ist mir anscheinend gelungen. Wer es noch nicht hat und sich gerne kaufen möchte, es ist momentan eine zweite Auflage in Produktion. Ich habe da so ein bisschen auch mal durchgelesen und mein guter Kumpel, der Boris, an dieser Stelle viel Grüße an dich, der liest es auch noch mal durch, um so ein bisschen die letzten kleinen Fehlerchen vielleicht rauszubessern. Ich denke mal, ne, wie es mal so ist, man findet immer den vorletzten Fehler, aber dass noch so ein bisschen korrigiert wird und dann wird es auch eine zweite Auflage geben. Wenn das Video hier erscheint, ist es wahrscheinlich schon in Druck. Wenn ihr es wieder bestellen könnt, wieder natürlich auf retrogamecollectorheaven.de. Das wie bei der ersten Auflage erfahrt ihr natürlich hier auf dem Kanal, im Community-Tab, auf Twitter etc. Aber es ist wirklich schön, wie gut das bei euch ankommt und es war wirklich schön. Also ich habe da wirklich viel Arbeit reingesteckt, viel Mühe. Ich habe versucht, das alles ein bisschen professioneller zu machen und das hat sich anscheinend gelohnt. Und das finde ich so richtig, richtig geil. Also wie gesagt, vielen Dank und für die Leute, die es noch nicht haben, zweite Auflage ist auf dem Weg. Und dann fangen wir an mit den Limited One Pickups. Da habe ich nämlich 2 Sachen, die reingekommen ist. Die habe ich irgendwann letztes Jahr bestellt, ne? Wie es immer so ist. Man bestellt bei Limited One was und die Auslieferung ist meistens ja so ein halbes, dreiviertel Jahr später. Ich vergesse dann immer, dass ich da was bestellt habe und plötzlich kommt dann die Paketankündigung. Und zwar als erstes Starhawk. Und zwar ist das ein Gameboy-Spiel, was von Limited One neu aufgelegt wurde. Die haben schon mal 2 Spiele neu aufgelegt mit quasi OVP und so weiter. Und das war jetzt die zweite Schiene, wo ich das mitbestellt habe. Das war Starhawk und ich glaube Steel Masters oder so hieß das. Da habe ich auch noch mal, als es quasi bestellbar war, damals auch noch ein Video gemacht, wo ich die Spiele mal so kurz vorgestellt habe. Ich habe mir nur Starhawk bestellt, weil das andere Spiel, das war richtig scheiße. Das war ein US-exklusives Spiel und es war richtig scheiße. Das war hier so ein Fighting-Game, wie ich das richtig im Kopf habe. Wie gesagt, ist ja auch schon wieder ein bisschen her. So vergessbar war das und da dachte ich mir, nee, dafür die Kohle rauskloppen machst du nicht. Starhawk allerdings, das ist ein Spiel, was auch hier als Modul relativ teuer ist. Das ist auch hier in Europa erschienen und ist ein Shoot'em Up. Macht so ein bisschen sehr seltsamen Eindruck, weil nämlich der Mittelpunkt von eurem Schuss, ne, normalerweise sagen wir mal bei A-Type oder sowas, da kommt ja der Schuss vom Raumschiff, kommt ungefähr aus der Mitte raus. Und hier ist das so ein bisschen versetzt. Das Raumschiff wirkt so etwas groß und dadurch wirkt das alles etwas schwerer. Aber naja, ich dachte mal, ich bestelle mir das mal gucken, wie das Limited One macht. Wie ihr seht, ist noch eingeschweißt. Wenn ihr mal Lust habt, kann ich ja mal so ein Unboxing-Video machen. Allerdings, ich habe das Spiel schon mal vorgestellt. Deswegen weiß ich nicht, ob das jetzt so viel Sinn macht oder nicht. Aber ich gucke mal, ob ich das vielleicht irgendwie mal verwurste. Ja, also wie gesagt, mal gucken, wie es ist. Ne? Dann als nächstes Limited One Pickup habe ich die Castlevania Collection für die Switch endlich. Für die Switch habe ich mir so geschwört, eShop-mäßig möchte ich da nicht so unbedingt was kaufen, weil für mich ist es so, Konsole, ne, wie bei den alten Sachen, ich will da was Physisches haben, was ich da irgendwie reinstecke und damit spielen kann. Ich habe natürlich auch einen Computer, wo ich eigentlich so was moderne Sachen, meine Hauptspielleidenschaft liegt, ganz einfach daran, weil ich auch gerne Strategiespiele spiele und sowas. Da habe ich mich schon mit Steam und so weiter dran gewöhnt und für die Switch will ich das halt nicht haben. Und deswegen habe ich, als das nämlich erschienen ist, nämlich nicht
mir geholt und jetzt endlich, wie gesagt, von der Limited One in einer sehr, sehr schönen Edition. Die Castlevania Collection, wer es nicht kennt, die meisten wissen es wahrscheinlich schon, ist halt eine Zusammenfassung von einigen Castlevania-Spielen. Ist dann natürlich noch addiert, dass man so ein bisschen Luxus hat, wie Save States und so weiter. Ich lese ja mal hinten drauf, was alles dabei ist. Das ist Castlevania, Castlevania 2, Simon's Quest, Castlevania 3, Dracula's Curse. Es ist das Super Castlevania vom Super Nintendo darauf und es sind die zwei ersten, ich wundere mich gerade, warum das dritte nicht dabei ist. Also Castlevania The Adventure, Castlevania 2, Belmont's Revenge, sind beides die Gameboy-Spiele. Dann Castlevania Bloodlines, da weiß ich ja gar nicht, was das ist. Und Kid Dracula, hier steht Never Released in Englisch before. Das wird sich dann wahrscheinlich auf die NES-Version beziehen, denn die Gameboy-Version davon, die ist ja in Englisch ja erschienen. Was schöne Collection. Mal gucken, weil ich da mal Zeit finde zum Reinspielen. Und wo wir hier mal so bei, ich sag mal, größeren Paketen sind, ja, ich will die Spannung ein bisschen aufbauen, bis der Holy Grail dran ist. Deswegen kommen jetzt die Gameboy-Module, die ich mir geholt habe, jetzt zum Schluss dran. Und zwar habe ich mir ein bisschen Gameboy-Hardware geholt. Ich habe es ja lange gesucht und lange angekündigt. Ich habe es mir endlich in einer OVP geholt. OVP ist, weiß nicht, perfekt, aber es passt. Und zwar das Batterieset für den Gameboy. Ne? Wenn man es hier vielleicht in der Vitrine so ein bisschen sieht mit dem Gegenlicht, ist wahrscheinlich gerade etwas schwer, sammle ich auch so ein bisschen die Gameboy-Original-Hardware, die ich als Kind damals hatte. Ne? Und ich hatte diesen Lightmax, den habe ich schon. Die Gürteltasche hatte ich und den Akku hier. Ich habe ja letztens jetzt erfahren bei der Blätterfolge Club Nintendo, dass es noch einen Gameboy Akku 2 gab. Da fehlt mir natürlich noch, aber ich weiß nicht, ob ich den unbedingt brauche, weil ich hatte diesen Klotz hier. Um den natürlich jetzt so in der OVP zu haben. Das Batteriepack, was da drin ist, da ist das Kabel so ein bisschen, na, oxidiert nennt man das dann nicht mehr, weil das Gummi so ein bisschen weiß ist, aber mein Gott. Benutzen tue ich es eh nicht mehr und ich will das ja noch schön auf OVP haben. Ich habe mir mal überlegt, jetzt auch irgendwann mal vielleicht dann mal so ein Gameboy Hardware-Video zu machen, wo ich einfach mal so ein bisschen die ganzen Sachen, die damals erschienen ist, vorstelle und auch wie die OVP aussah und so weiter. Kann ich denn natürlich nicht in allen Varianten machen, weil wie gesagt, das Batteriepack Version 2 habe ich nicht. Von dem Lightmax gab es ja auch irgendwie so ein Nachfolgermodell quasi. Aber dass man mal so einen groben Übersicht bekommt. Und zu dem Thema habe ich mir dann noch mehr Hardware geholt. Und zwar den Gameboy Printer. Also die Gameboy Kamera habe ich hier irgendwo. Allerdings ohne OVP, aber das ist ja nicht weiter wild. Die hatte ich damals auch nicht, weil die kam ja erst so Ende der 90er raus. Da war ich schon damals beim Gameboy so ein bisschen raus. Ja, hat hier leider so einen Aufkleber drauf. Ich muss mir überlegen, ob ich den irgendwie wegkriege und ob der überhaupt irgendwie wegkriegbar ist, aber dafür ist die OVP in einem sehr guten Zustand. Und ja, hat man das auch mal, dieses Relikt. Das ist ja mit der Gameboy-Kamera, da werden ja ganz viele coole Sachen gemacht, habe ich gesehen. Es gibt sogar Leute, habe ich bei Twitter gesehen, die das quasi dann mit einem Adapter diese Kamera dann an eine moderne Kamera machen und dann quasi mit einer modernen Kamera diesen Stil irgendwie 1:1 reproduzieren können. Irgendwie fantastisch, fantastisch. Und passend dazu, auch in OVP habe ich mal gegönnt, das Gameboy Printer Paper, also das Druckerpapier für den Drucker, weil das hat ja nicht mit ganz normalen, ja, wie Tintenstahldrucker und so weiter natürlich heutzutage irgendwie gedruckt, sondern mit Thermopapier. Und da gab es halt Spezielles. Ich weiß, dass es natürlich auch modern auch dann irgendwie Druckerpapier gibt, was quasi kompatibel ist, was man benutzen kann. Ich bin da leider kein Experte drin, deswegen googelt da mal. Aber einfach mal so ein bisschen aus Kuriosität würde ich das auch ganz gerne mal als OVP haben. Das ist sogar hier Old New Stock, ne? Also quasi neue Sache, die irgendwie noch so im Karton irgendwo rumlag in irgendeiner Lagerhalle und nie verkauft wurde. Auch wunderbar. Das war meine Gameboy-Hardware und jetzt kommen wir zu den Gameboy-Spielen. Ich habe mir 4 Gameboy-Spiele insgesamt geholt und ihr wartet es wahrscheinlich schon. Der Holy Grail. Viele haben es von euch schon erraten. Im Stream habe ich es ja auch schon jetzt letztens so ein bisschen gezeigt. Und zwar ist es Hammering Harry in der PAL-Version. Es ist im wunderbaren Zustand. Ich weiß, das Spiel ist verdammt teuer. Ich will es nicht genau sagen, wie viel genau ich bezahlt habe, aber ja, Schmerzgrenze, was ich normalerweise bezahlen möchte für ein Spiel, weit überschritten. Aber ich dachte mir, hey, das Gameboy-Geheimtippsbuch ist ja so gut gelaufen. Und ein bisschen was habe ich natürlich dabei auch eingenommen und da dachte ich mir, hey, wenn ich vielleicht irgendwann doch mal das PAL-Fullset haben will, dann
dieses Spiel, die werden halt leider nicht billiger, weil die Preise irgendwie immer absurder werden. Und dachte ich mir, ja gut, dann gönnst du dir das halt mal. Hammering Harry ist ein wunderbares Beat'em-up-Spiel. Ich habe ja schon, wenn das Video erscheint, schon einen Test dazu gemacht. Hat wunderbare Grafik, hat ein super Spielgefühl. Also das ist richtig, richtig gut. Es ist eins dieser teuren Spiele, die auch dabei gut sind. Und das ist mir wichtig bei sowas, weil es gibt ja, ne, wie ich auch schon in einem anderen Video erwähnt habe, natürlich auch schlechte Spiele, die teuer sind, wie zum Beispiel dieses Beethoven-Spiel, Gottes Willen. Ob ich mir da denn vielleicht das irgendwann mal für viel Geld hole, glaube ich eher nicht, obwohl nach Motto, wenn es so das letzte Spiel, was im Fullset fehlt, ist, ja, wird es wahrscheinlich eine andere Sache sein. Auf jeden Fall ist ein wunderbares Beat'em'up. Wenn ihr es auch in eurer Sammlung haben wollt, dann würde ich euch empfehlen, da die japanische Version zu kaufen. Die ist natürlich etwas günstiger, aber ansonsten macht richtig, richtig viel Spaß. Dann habe ich noch drei weitere Spiele, und zwar Baby T-Rex. Das ist auch eins der etwas teureren Spiele. Ich habe bisher auch nur hier kurz reingespielt für die Spielaufnahmen, die ihr jetzt eingeblendet seht. Im Prinzip fand ich das Spiel halt so absurd. Ich spiele einen T-Rex, der Skateboard fahren kann. Und das ist so absurd 90er irgendwie. Deswegen habe ich das Spiel schon lange, lange auf meiner Wunschliste gehabt. Ich habe es jetzt so einen okayen Preis gefunden und mir dann etwa natürlich geholt. Und beim Reinspielen ist mir aufgefallen, es versucht so irgendwie sehr stark Sonic abzubilden irgendwie. Also das Spielgefühl ist irgendwie super schnell. Also ganz ehrlich, wenn statt dem Dinosaurier irgendwie Sonic der Hauptprotagonist wäre, ich würde da jetzt keinen Unterschied spüren. Also gesagt, ist natürlich ein Plattformer, sehr schnell, sehr Sonic-lastig. Zu der Szene mit dem Skateboard bin ich noch nicht gekommen, aber bin ich mal gespannt. Werde ich mir wahrscheinlich in irgendeinem Test mal genauer anschauen. Dann habe ich Double Dragon 2. Da habe ich auch schon einen Test für vorbereitet. Das wird jetzt bald kommen. Ist ein wunderbares Beat'em'up, genauso wie Hammering Harry, obwohl mir Hammering Harry etwas besser gefällt. Die Double Dragon Serie ist halt wirklich so eine altgediente, ja, Beat'em'up Serie, die original aus den Arcades kam und dann natürlich auf alles irgendwie portiert wurde, was nicht bei 12 auf den Bäumen war. Und auf dem Game Boy erschienen drei Teile, also ne, Double Dragon 1, 2 und 3. Der dritte Teil ist absolut Mist. Das ist der Double Dragon 3 The Cade Game, glaube ich, heißt es. Der erste Teil ist so, ja, Schlafmütze. Aber der zweite Teil ist der beste davon. Und das macht richtig, richtig viel Spaß, sich da durchzukloppen. Ist natürlich im Vergleich zu anderen Versionen natürlich stark irgendwie eingeschränkt. Aber macht trotzdem Spaß. Also wirklich Beat'em'up. Holt's euch. Macht Spaß. Dann als letztes habe ich mir Earthworm Jim geholt. Ich weiß noch, dieser Hype um Earthworm Jim, ich habe es damals, glaube ich, auf dem PC gespielt, kam es auf dem PC raus, ich habe es damals irgendwann mal gespielt, war halt nur von Shiny Entertainment wirklich sehr, sehr geile Comic-Grafik und auch diese Idee, dass man einen Regenwurm hat, der quasi zum Superhelden wird, das war echt krass und richtig geil, natürlich auch so ein bisschen typisch 90er, natürlich, wo irgendwie alles irgendwie plötzlich ein Maskottchen sein musste. Ist natürlich auch ein Plattformer, ich habe Spezialfähigkeiten, dass das hier da mit eurem Kopf oder was das sein soll, schlagen können und so weiter. Ist auf dem Gameboy so spielgefühlmäßig sehr gut umgesetzt worden. Also beim Anspielen fand ich das sehr gut. Hat natürlich so ein bisschen etwas, steuerungsmäßig ist so ein bisschen floaty. Also so ein bisschen, ja, mir fällt jetzt kein deutsches Wort ein, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. So ein bisschen, also schwammig ist die Steuerung nicht. Also er macht schon ganz genau, was man will. Aber die Spielfigur ist irgendwie nicht so, ja, schlecht zu beschreiben. Also ich muss mal gucken, wenn ich da mal genauer reinspiele. Aber das ist, wenn ich mich richtig erinnere, bei den anderen Earthworm Jim Teilen auch so. Muss man sich ja so ein bisschen einstellen. Aber wie gesagt, macht vom Ersteindruck her einen sehr, sehr guten Eindruck, wie das irgendwie portiert wurde. Und ja, das waren meine Pickups. Also da waren wieder einige schöne Sachen dabei. Vor allem natürlich Hammering Harry und das eigene Buch. Und natürlich auch, dass ich jetzt die Hardware endlich komplettieren durfte. Endlich, ich habe da echt lange nach gesucht. Okay, also ist nicht so, dass ich natürlich jetzt nicht jeden Tag danach neuen Angeboten suche, aber ich gucke mal immer mal wieder, wo ich was finde. Und da bin ich natürlich jetzt froh, dass ich das auch endlich jetzt alles zusammen habe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schön, dass ihr mal wieder reingeschaut habt und dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Tschüss!